Ja, ihr seht richtig. Ich sitze wieder vor meinem Laptop und tue so, als ob ich etwas schreibe, während ihr meiner Gedankenwelt lauscht, welche ich in Wahrheit zuvor mittels eines Mikrofons aufgezeichnet habe. Sorry für die Erwähnung dieser Offensichtlichkeit, aber das war jetzt wirklich nötig, denn genauso wie es satire-resistente Sheldon Coopers da draußen gibt, gibt es auch Leute im Netz, die es kognitiv nicht auf die Kette bekommen, einfach mal nicht alles wortwörtlich für bare Münze zu nehmen. Wie denn auch, wenn man unlängst dazu übergegangen ist, Wörter isoliert statt im Kontext ihrer Verwendung auf die Waagschale zu legen. Subtext, Metaebenen, doppelte Böden, Selbstironie, Sarkasmus und andere Stilmittel bleiben vielen daher unerklärliche Phänomene. Überspitzung wird in einer Welt, deren Debattenkultur nur noch Extreme kennt, mir eben nicht mehr als Überspitzung wahrgenommen, weil die generelle Gesprächsführung zur Realsatire mutiert ist. Wie ein Algorithmus filtert man nach Begriffen, statt zu begreifen, in welchem Zusammenhang sie verwendet werden. Und das ist ein Problem, da die übrigens völlig normale soziale Inkompetenz vieler Personen leider nicht dazu führt, moralische Missstände bzw. Schieflagen zu adressieren, sondern diese schlicht noch zu verstärken, weil man der grundgesetzgegebenen Narren-, Rede- und Meinungsfreiheit übers Maul fährt. Aus Angst, jemand Unerwünschtes könnte darin Legitimation für die eigene abweichende Haltung erkennen oder missverständliche Äußerungen aus dem Kontext reißen, um sie später zu instrumentalisieren. Ja, entartete Kunst. Was vor allem dem Establishment nützt, da man so behütet durch die selbsternannte Internetpolizei, ohne sich der kritischen Ebene der Satire stellen zu müssen, entkommen kann, ohne dabei auch noch den Anschein eines Fluchtversuchs zu erwecken. Es entbrennt also ein präventiver Kulturkampf unter den 99% der Arbeiter, Dienstleister und Bauern, während sich die 1% Elite entspannt zurücklehnt, um dem Schauspiel beizuwohnen. Ein Kulturkampf, den Linksliberale wie Böhmermann und Rechtskonservative wie Nuhr und Co. finanziert durch Steuergelder übrigens, als einen Klassenkampf vermarkten. Ja, wir haben ihn erreicht, den Tiefpunkt der Scheindebatte. Marx dreht sich im Grabe um. Fiedelbumm. Doch worauf will der alte Labersack-Urs hier eigentlich wieder hinaus? Nun, wie der Titel erahnen lässt, geht es darum, wie sich meine Genossen und Genossinnen derzeit wieder höchst selbst eigenhändig mit der Knarre in der Fresse das ach so intellektuell überlegene Hirn aus dem Schädel blasen, während sich rechts unsere Politik heiter aneignet, um sie dem Proletariat als die eigene Idee zu vermarkten. Und die regierende Konservative, also SPD, FDP und Grüne, aufpassen müssen, sich nicht tatsächlich totzulachen, während die politische Opposition hervorragende oppositionelle Arbeit gegen sich selber leistet. Kern dieser Suizidbewegung sind natürlich die wohlgenährten Linksliberalen, von Wagenknecht auch abwertend als Lifestyle-Linke bezeichnet. Ein Punkt, den ich hier definitiv gebe, denn so sehr meine Meinung in Sachen Außenpolitik von ihrer abweicht, so sehr bin ich innenpolitisch und bezogen auf die Radikaldemokraten auf einer Linie mit ihr, zumindest theoretisch, denn eine Chance, reale Politik zu machen, hat die Frau ja bisher nicht wirklich erhalten. Soll heißen, um das final beurteilen zu können, fehlen uns schlicht Daten. Na doch, zurück zu den Lillis und der Frage, was wollen die eigentlich? Na nun, seit den 1980er Jahren geht es ihnen zunehmend verstärkt um den gesellschaftspolitischen Linksliberalismus. Ja, man strebt eine Erweiterung der subjektiven Rechte des Individuums sowie eine kulturelle Diversität der Gesellschaft an. Erkennen können wir das, wenn sich ein Dekadent oder der radikale Demokrat, wir erinnern uns, Radikaldemokraten, mal wieder für Trans-, Homo- oder Frauenrechte stark machen oder das Wort für marginalisierte Gruppen wie Asylanten und Co. ergreifen. Das Gender-Thema darf dabei natürlich genauso wenig fehlen wie der Veganismus. Und auch wenn man gönnerhaft zugelassen hat, dass sich die AfD heiter an linken Themen bedient, um dadurch massiv Wählerstimmen zu generieren, erkennt man kulturelle Aneignung als solche offensichtlich nur, wenn es um Äußerlichkeiten geht und nicht um Inhalte. Also Hautfarben, Verhaltensweisen und Frisuren anderer ethnischer Gruppen zum Beispiel. Nur das ist mal nachvollziehbar wie beim Blackfacing, mal gefährlich wie bei Dreadlocks.
Die Debatte um die von weißen Frauen getragene Haartracht hat übrigens nur zu gut gezeigt, dass die linksliberale Identitätspolitik haarscharf am Ethnopluralismus der identitären Bewegung vorbeischrammt. Nur, dass halt der Mitteleuropäer als Feindbild herhalten muss und nicht der Dönermann vom Dürüm nebenan. Aber nicht verwechseln. Den einen geht es um eine homogene Gesellschaft, den anderen darum, dass homogene Gruppen innerhalb einer Gesellschaft keine Merkmale anderer homogener Gruppen assimilieren. Sacken lassen, es ist so grotesk. Dass kulturelle Integration oder die Vermischung kultureller Biografien in einer diversen Gesellschaft eine Zwangsläufigkeit und meines Erachtens anzustrebendes und wünschenswertes Ergebnis ist, ja, und wir hier unweigerlich auch von schmerzhaften Prozessen reden müssen, wird in dieser Debatte natürlich vollkommen erstickt. Und das, obwohl Vielfalt definitiv eine linkspolitische Idealvorstellung ist. Nur, dass unsere Auffassung von divers eben nicht von einer Leitkultur spricht. Doch nicht nur hier weicht der Linksliberalismus vom klassischen Linkstum ab. Allein der Kern der Identitätspolitik widerspricht immerhin massiv der sozialistischen Idee der Gleichheit aller Menschen. Kollektiv am Arsch quasi. Schlimmer noch, die Debatte um die individuelle politische Ermächtigung einzelner Minderheiten lenkt inhaltlich komplett vom Kampf gegen sozial-ökonomische Ungleichheit ab, führt sogar eher zu internen Konflikten, wie kürzlich im Main Event Hogwarts Legacy, bei dem Hardliner-Feministinnen gegen Hardliner-Transaktivistinnen in den Ring stiegen. Slavoj Žižek wirft dem Linksliberalismus gar vor, schadhaft unpolitisch zu sein und damit der politischen Willkür tatsächlicher Eiferer Tür und Tor zu öffnen. Ja, Basisthemen wie die Reformierung des Kapitalismus oder die Revolution, also die Umverteilung des Kapitals von unten nach oben, werden eigentlich nicht mal mehr in Betracht gezogen. Stattdessen bedienen Linksliberale tapfer das regierungstreue Mainstream-Narrativ von SPD, Grünen und FDP. Klar, demografisch betrachtet sind sie ja auch die Profiteure unserer jetzigen Ökonomie. Und bitte versteht das nicht falsch, wenn du der Meinung bist, die Regierung leistet gute Arbeit, dann sprich dich gerne für sie aus. Aber dann sei so fair und stell dich dabei nicht als Oppositioneller dar. Es ist schwer zu glauben, ja, aber als veganer LGBTQ-Feminist bist du kein linker Revoluzer mehr, sondern linientreu. Du findest deine Werte in den Wahlprogrammen unserer Regierungsparteien wieder und spätestens jetzt sollte man als Lilly ins Grübeln geraten. Denn mal abgesehen von der SPD, die gemeinsam mit der CDU in den letzten 16 Jahren reingeschissen hat, haben wir mit FDP und Grüne doch eigentlich ein vermeintliches Kontrastprogramm im Bundestag. Die Grünen, das sind doch Linke, oder? Die FDP, das sind doch Konservative, oder nicht? Achtung, Satire. Ein Hitler war auch naturverbundener Esoteriker und Vegetarier. Das heißt also alles noch lange nichts. Satire aus. Und hey, selbst die FDP findet ihre Ursprünge ja im Linksliberalismus. Doch das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sich Grün-Gelb-Scheiße einig sind, wenn es um den Neoliberalismus bzw. den progressiven Neoliberalismus geht. Er klingt auf dem Papier auch erstmal ziemlich sexy. Immerhin ist die Rede von der Vereinfachung bürokratischer Vorgänge. Ja, so lässt sich effektiver Kapital anhäufen, vor allem für diejenigen, die schon welches haben. Er birgt aber auch Gefahren in sich, da er von der Deregulierung und Privatisierung spricht. Kurz und dystopisch gesprochen, alle Macht den Konzernen, keine Macht dem Staat. Gut, das schafft den Lobbyismus ab, aber ja dummerweise gleichzeitig auch die Demokratie als Kollateralschaden, wenn man so will. Wer sich eine solche Welt nicht vorstellen kann, dem sei der Film Blade Runner oder das Bullfrog-Game Syndicate empfohlen. Aber das ist natürlich übertriebener nihilistischer Quatsch von mir, der einzig dazu dient, euch zu erklären, dass Linksliberale eigentlich Regierungstreue sind und diese Regierung alles andere als links ist. Sie verteidigen unter dem Vorbehalt, Veränderung anzustreben, eigentlich nur den Status quo und halten ein Narrativ aufrecht, das ihrer herrschenden Klasse bestens in den Kram passt, zumindest bis der große Knall von rechts kommt. Und auf den steuern wir leider unweigerlich zu. Nun, so viel zur Didaktik. Doch welche Methoden wenden die Pseudolinken an, um ihren vermeintlichen Kampf für Minderheiten und gegen den Faschismus effektiv so zu führen, dass sie letztlich eine politische und moralische Deutungshoheit gewinnen, welche sich im besten Falle in Wählerstimmen aka Zuspruch aus der Bevölkerung manifestiert? Nun, um ehrlich zu sein, gibt es da keine. Man
gibt sich weder volksnah noch sorgt man für Aufklärung. Berechtigte Ängste werden entweder als unbegründet verharmlost und oder solltest du zu kritisch mit der Staatsführung ins Gericht gehen, wirst du entweder mit der Nazikeule niedergeprügelt oder auf Basis deiner persönlichen Daten als unwürdig dafür erklärt, überhaupt an einer Debatte teilnehmen zu dürfen. Pure Demokratie eben. Kurz, man schreit nach Empathie, indem man seine Maximalforderungen für sämtliche Randgruppen komplett empathielos mit dem Vorschlaghammer ins Hirn von Menschen prügeln möchte, ja, die oftmals nicht mal mit der Komplexität von bestimmten Themen wie Inklusion, Diversität, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Geschlechtsidentität und Co. vertraut sein können, weil diese schlicht nicht Teil ihrer Lebenswirklichkeit sind. Ja, Wake-up-Call nicht. Jeder Deutsche hat das Privileg, im 45. Semester Sozialwissenschaften zu studieren. Und nehmen diese Leute ohne aristokratischen Background dann von Aktivisten aufgescheucht am Diskurs teil, bekommen sie natürlich direkt das Maul gestopft. Gehörst du beispielsweise zu den nicht unwesentlichen Teil der deutschen Bevölkerung, der aufgrund der Trennung von Arbeits- und Lebensraum, wie in einer Dienstleistungsgesellschaft nun mal üblich, auf den PKW angewiesen ist, dann ist es ja durchaus berechtigt, Sorge um steigende Benzinpreise zu haben und sich unter Kaufdruck gesetzt zu fühlen, wenn man dir plötzlich unbezahlbare E-Autos als künftig alternativlos andrehen will, welche aufgrund beschissenster Infrastruktur nicht mal überall aufladbar sind. Ja, zumindest nicht, wenn wir alle eins fahren. Nun könnte man diese Bedenken natürlich zerstreuen, indem man argumentiert, die Energiewende als ein langsames Gefälle, als einen Prozess begreiflich macht, der stufenweise und staatlich unterstützt stattfindet, oder man diskreditiert Menschen, die solche Bedenken öffentlich äußern, einfach als konservative Umweltsau. Unfertig ist die Soße, deren Namen wir nicht nennen. Atomausstieg und zeitgleicher Anstieg von CO2-Emissionen, weil wir nun doch auf Kohle setzen, Verbot von Gasheizungen, während wir unsere Gasversorgung in Milliardenprojekten künftig auf US-Flüssiggasspeicher und Tanker umstrukturieren, von Pipelines aus Spanien gar nicht erst gesprochen. Das passt doch genauso wenig auf einen Zettel wie die Renteneinstiegserhöhung auf 70 bei zeitgleicher Verkürzung der Arbeitswoche. Parallel eingeführte Führerscheintauglichkeitsprüfung für Ü60-Jährige, die sich dann wieder fragen können, wie sie zur Arbeit kommen, wenn ihnen die Fahrerlaubnis entzogen wird. Versteht mich nicht falsch, ich bin sicher, viele dieser Entscheidungen oder Gedankenspiele basieren auf Daten, die von ökonomisch wesentlich versierteren Menschen als ich es bin, erhoben werden. Das zweifle ich ja überhaupt nicht an. Aber so wie sie an uns herangetragen werden, wie es neudeutsch kommuniziert wird, braucht man sich letzten Endes nicht wundern, wenn der Otto Normalverbraucher irgendwie berechtigte Zweifel an der geistigen Gesundheit seiner gewählten Volksvertreter äußert. Intrinsische Motivation zur verständnisgenerierenden Transferleistung wird so zumindest nicht geweckt. Da hilft es auch nicht, wenn der Parabelritter die Grünen in einem ganzen Video vor dämlichen Atominem-Argumenten schützen möchte, während die echten Probleme, die mit dieser Partei einhergehen, natürlich kein Thema sind. Keinen scheint es, nur mal so als Beispiel zu jucken, dass Joschkas Erben gleichzeitig zu Demonstrationen gegen RWE aufrufen, während Ex-Grüner Titus Rebhahn plötzlich Cheflobbyist desselben Konzerns wird. Die Gründe dafür habe ich ja eingangs erklärt, obwohl den Lillis geht es ja weitestgehend ohnehin nicht um Ökonomie, davon haben sie in der Regel zu wenig Peil, sondern darum, soziologische Phänomene mittels tendenziöser Empirie so zu verdrehen, dass man damit den eigenen Verfolgungswahn rechtfertigt. Im Klartext heißt das, überall sind Rechtsradikale und wenn nicht, dann werden die noch welche, wofür man im Zweifel dann einfach selber sorgt. Das ist doch ein Nazi! Hier, der war auf einer Demo, auf der auch mal Nazi war. Entschuldigung, Lehmann. Deutschland, wo war das? Für eine Shorioka ist die Transgender-Debatte beispielsweise kein Austausch von Meinungen. In ihren Augen gibt es hier nur Menschen, die Menschenrechte einfordern auf der einen und Nazis auf der anderen Seite. Wir reden einmal über Nazis und wir reden einmal über Menschen, die existieren wollen. Unglaublich, wie
Jemand, dem es folgerichtig klar zu sein scheint, dass es beim gewählten Geschlecht ein Spektrum gibt, offensichtlich nicht verstehen kann, dass ein solches Spektrum auch bei der eigenen politischen Meinung existieren könnte. Von solchen Leuten wurde übrigens auch kurzerhand das Wort TERFs erfunden, um FeministInnen, die jahrzehntelang linke Arbeit geleistet haben, um Frauen Räume und Rechte zu erstreiten, in einen Topf mit FaschistInnen bzw. religiösen Hardlinern zu schmeißen. Ja, richtig, Alice Schwarzer ist jetzt eine Faschistin, weil sie die Angst vieler Frauen adressiert, dass männliche Sexualstraftäter, die sich nun als Frau outen, in Duschen, Saunen, Frauengefängnissen, ja oder gar Frauenhäusern auftauchen können. Ich meine, man muss ja jetzt kein großer Empath sein, um zu verstehen, dass der Gedanke, plötzlich neben einem 9 cm Fleischpenis im Schwimmbad zu duschen, für viele Ladies erstmal schwer zu verdauen ist. Eine solche Entwicklung schafft Ängste. Wie begründet diese letztlich sind, spielt absolut keine Rolle, denn Angst ist ja niemals rational. Doch auch hier wird man nicht aufgeklärt. Rationalität dadurch zu schaffen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, ist nicht das Ziel der Linksliberalen. Stattdessen werden verunsicherte Personen als transfeindlich in die braune Schämlich-Ecke gestellt. Und so können wir heiter weitermachen. Googelt man nach den Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Leitmedien, findet man zum Beispiel schnell heraus, dass Meinungsbildung dazugehört. Googelt man dann weiter, fällt auf, dass sich deren Rundfunkräte durch Vertreter der Religionen, Gewerkschaften und Fraktionen zusammensetzen, um einen gesamtgesellschaftlichen Querschnitt auf der programmbestimmenden Entscheidungsebene abzubilden. Stellt man das allerdings laut fest, und das gar ohne es wertend zu betrachten, wie ich gerade, sprich einfach indem man bemerkt, dass unter anderem Parteien Einfluss auf die Programminhalte der Öffentlich-Rechtlichen haben, wird man direkt mit Querdenkern, Schwurblern und Verschwörern in einen Topf geworfen. Klar, man hat diese Information ja auch von der illuminaten Dark Web Homepage Wikipedia erhalten. Zwischen dem festgestellten Fakt, dass der Staat Kontrolle auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausüben kann und dem Hirngespinst, dass die Öffis pure Staatspropaganda verbreiten, liegt meines Erachtens zwar ein gewaltiger Interpretationsspielraum, aber der macht nun mal schlecht Schlagzeile, beziehungsweise eignet sich nicht für Hetze und Clickbait. Ich persönlich bin übrigens ein Riesenfan davon, dass die Öffentlichen ein anderes Narrativ verbreiten als private Medien. Wobei, wenn in all diesen Strukturen eigentlich ja bloß noch die langen Kapitalistenfinger der Neoliberalisten stecken, macht es im Grunde ja auch keinen Unterschied mehr, welcher pro-transatlantischer TV-Kanal seine Inception bei dir durchführt. Sind wir mal ehrlich, bis auf Arte bietet doch eigentlich keiner mehr neutrale Informationen und mit Print- oder Online-Medien will ich erst gar nicht beginnen. Hier scheint man ja unlängst dazu übergegangen zu sein, dass gar einzelne Redakteuren gestattet wird, die vorhandene Reichweite für ihren persönlichen Kreuzzug auszunutzen. Zumindest solange die Headline stimmt und das Material reaction-tauglich ist. Also kommen wir zum letzten Kapitel aus der Reihe Linker kompletter Kontrollverlust. Mit der Überschrift Refugees Welcome, aber nach uns die Sintflut. Egal ob Messerstecher in der Bahn oder Silvesterrandale in Berlin. Sowohl die Leitmedien als auch die Lillis scheinen sich definitiv einig mit der Landesführung darüber zu sein, bei solchen Vorfällen keine Täter mit Migrationshintergrund erkannt zu haben. Egal ob Lkw-Fahrer, die in Weihnachtsmärkte brettern oder Typen, die mit der Machete durch die Innenstadt metzeln, oft bekommt man eigentlich nur zu hören, dass die Täter als sogenannte Gefährder der Polizei bereits bestens bekannt gewesen waren und unter Beobachtung standen. Ganz toll gelaufen. Mich erinnert das übrigens immer an meine Jugend, als wir Punks krampfhaft darauf aufmerksam machen wollten, dass es seit Rostock bis später dann NSU immer mehr rechtspolitisch motivierte Gewalttaten in Deutschland gab und natürlich immer noch gibt. Doch von einer strukturierten Organisation wollte das öffentliche Narrativ natürlich nichts wissen, obwohl uns jede Polizeistatistik der letzten 20 Jahre irgendwas anderes sagt. Aber hey, solche Strukturen kann es schließlich gar nicht geben. Immerhin wurde Deutschland nach 45 nachhaltig und für alle Zeit entnazifiziert. Und wenn, dann sind das keine Faschos, sondern höchstens die eigenen V-Männer. Sorry, der musste sein. Streng nach dem Motto, vier Dönerbuden gehen innerhalb einer Woche in derselben Stadt in Flammen auf, kann es sich ja bloß um unpolitische Einzeltaten handeln. Maximal eine Korrelion unglücklicher Zufälle und darin Kausalität zu sehen, ist natürlich linke Paranoia. Und plötzlich, über Nacht, schossen die Reichsbürger aus dem Keller, beziehungsweise schossen rechte Amokläufer auf Synagogen. Keiner konnte eine solche Entwicklung vorausahnen, nicht wahr?
Es war also ein Punkt erreicht, an dem man Nazis in Deutschland nicht mehr leugnen konnte. Genau wie man all die Abu-Chakas schlicht nicht mehr wegignoriert bekommt. Überraschung für die drei Affen im Kopf. Es hilft tatsächlich nichts, die Augen zuzupressen und sich dabei zu wünschen, man würde morgen früh, wenn dein Gott will, in blühenden Landschaften erwachen. Das Endprodukt ist, wir haben einen Scherbenhaufen von 40 Jahren gescheiterter Integrationspolitik vor uns liegen und alles, was die Linksliberalen dazu beizutragen haben, ist, mit dem Einfühlungsvermögen einer Drahtbürste Leute Rassisten zu nennen, die nun berechtigt Angst davor haben, ihre Kinder allein mit der S-Bahn zur Schule zu schicken. Beziehungsweise überhaupt in eine Schule zu schicken. Und nein, diese Angst haben nicht nur bio-deutsche Eltern, sondern primär jene mit Migrationshintergrund, die im Ghetto nur an der Nachbartür klopfen müssen, um auf einen Arschloch zu treffen. Ja, so ist das. Wenn man Menschen zu lange wie Schweine behandelt, dann verhalten sie sich halt auch irgendwann, als seien sie welche. Die selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Ich weiß, als besorgter Bürger ist es kaum zu glauben, aber unsere Zugereisten leiden noch immer am meisten unter der deutschen Inkompetenz, als eine der reichsten Nationen der Erde nicht dazu imstande zu sein, seine eigenen Einwohner, egal welcher Ethnie oder Religion, am unteren Rand der Einkommensschere menschenwürdige Lebensumstände zu gewährleisten. Wenn ich von Leuten höre, die ihre Miete trotz drei Jobs nicht bezahlen können, Rentner, die Flaschen sammeln, um ihren Enkeln ein Ostergeschenk vom Pfand zu kaufen und Familien, die Wassertropfen über Nacht aus dem defekten Hahn auffangen müssen, weil diese nicht auf der Abrechnung auftauchen, dann schwillt dem Linken in mir jedes Mal der Iro, wenn ich zeitgleich unter dem Hashtag Solidarität die privilegierte Pseudo-RAF durch den Cyberspace marschieren höre, um stattdessen Body Positivity und Pflanzenfressen zu einer Generaldebatte zu erklären und sich dabei wie fette Maden, ohne je etwas für irgendeine Form von Menschenrecht getan zu haben, im Glanz der eigenen Awareness sühlen. Charity fürs öffentliche Profil, willkommen auf der Spendengala, danke für den Sub und danke für nichts, während Brüllaffen wie Carsten Stahl und die AfD klammheimlich alles Rederecht zum Thema Integration an sich reißen. Ja? Glückwunsch, ihr habt nicht nur erfolgreich ignoriert, dass unsere Zugereisten jahrzehntelang in der Platte verwahrlosten, was übrigens auch mich dazu bringen würde, Brandsätze auf die Exekutive zu schmeißen, ich fühle euren Hass. Nein, obendrein habt ihr auch noch den Faschos, die ihr doch so gerne immer und überall bekämpfen wollt, das öffentliche Podium in Sachen Sozialpolitik überlassen, indem ihr die unentschlossenen und uninformierten Leute scharenweise davon überzeugt habt, dass wir Linken sie für Rassisten, Transfeinde, Schwurbler, Nazis, Umweltsäue, Querfrontler und Verschwörer halten. Das Ergebnis waren 4,9% bei der letzten Bundestagswahl. Und mit jeder Debatte im Internet, die auf dem geistbefreiten Niveau wie solche um J.K. Rowling ablaufen, verspreche ich euch, nein, garantiere ich euch, weht der Geist von 33 etwas stärker durch unsere Demokratie. Wie Olaf Scholz, dessen Partei die letzte Wahl als stärkste Kraft gewann, indem man einfach überhaupt keine Inhalte zu Felde führte, braucht die Rechte im Moment einfach nur abwarten und dabei zusehen, wie sich Linksfein selbst verdaut und als erstaunlich braune Brühe wieder ausscheißt. Etwas, das Rechtsradikale clevererweise immer erst machen, nachdem sie an der Macht sind. Also sich selbst verdauen, braune Brühe sind sie immer, selbst wenn sie sich Sozialisten nennen. Egal. Fakt ist, wir müssen dringend damit beginnen, eine echte Alternative gegen die Flucht in den Faschismus zu bieten. Und so leid es mir tut, weil sie es ja eigentlich bloß gut meinen, müssen wir als Working Class zuallererst die Intellektuellen aus dem Spotlight unserer Bewegung kicken. Denn hey, sie sagen ja selbst, es sind lediglich die Betroffenen, die darüber zu entscheiden haben, von welchen Strukturen sie sich unterdrückt fühlen. Und ja, ihr beunruhigt mich. Zumindest den Arbeitnehmer, Konsumenten, Mieter und letztlich Vater in mir. Im Moment ist der Linksliberale das Schlimmste, das uns passieren kann, denn er verhindert, eine politische Lücke zu füllen, die es dringend nötig hat, ohne den menschenverachtenden doppelten Boden rechter Ideologen gefüllt zu werden, um letztlich echten, gleichen, aber auch gerechten sozialpolitischen Druck auf die Staatsführung auszuüben. Ja, gerecht, liebe Linke, das Wort wird auch immer ganz gerne vergessen. Ich habe es bereits erwähnt. Ich bin kein Fan linker Außenpolitik. Ich halte den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russlands Kreuzzug im Bruderland beispielsweise, und so schrecklich das alles ist, leider für ein notwendiges Übel.
weil ich die Zerschlagung der Kleptokratenbande rund um Putin für alternativlos im Hinblick auf die weltweite Sicherheitslage einschätze, auch wenn das natürlich gleich wieder neue Katastrophen mit sich bringen könnte. Werfen wir beispielsweise nur mal einen Blick auf das gewaltige Nuklearpotenzial, das eine zerfallene russische Föderation in den Händen nicht weniger Dschihadisten zurücklassen würde. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht darum, wie laut die Linksliberalen gemeinsam mit der Ampel auf die stolz geschwollene Heldenbrust trommelten, als es hieß, den Russen den Krieg zu erklären. Alles so Habeck, was wir zu leisten haben, sei die Heizung runterdrehen und einen Strickpulli anziehen. Wenn ich bedenke, dass bereits im Herbst 2021 2,6 Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr genug Geld hatten, um ihre Wohnung überhaupt zu heizen, dann kommt mir das kalte Kotzen, wenn solche Aussagen von angeblich Linken in ihrer demokratiezersetzenden Twitter-Bubble als vollkommen berechtigte Kritik am privilegierten deutschen Bürgertum verteidigt werden. Ihr wollt gute deutsche linke Politik machen? Dann unterstützt erstmal keine rechte grüne Politik, die dafür sorgt, dass Fatma, 38, Mutter von 4 Kindern in Berlin-Kreuzberg, Angst darum haben muss, dass ihr Säugling nachts erfriert. Diese Linke braucht am Ende keinen Mensch, der es nötig hat, egal ob marginalisiert oder unterdrückt. Ich meine, diese Linke legitimisiert gar massive Eingriffe in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, fordert mit Deplatforming, wie aktuell am Beispiel Stay gegen Vanessa, unter Zuhilfenahme verleugnerischer Methoden wie Philip K. Dicks Precox-Urteile ohne Richter. Eine Präkriminalisierung nicht von Taten, sondern von Gedanken, die natürlich nur so frei sind, wie die Sitte es gestattet. Diese Linke hat den Kopf in der Cloud und den Bezug zur Realität verloren. 10,5% überbelebte Wohnungen, 37,9% armutsgefährdete Studierende, jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, Tendenz steigend. Das sind linke Baustellen und nicht für jede noch so kleine Minderheit den Artikel 1 des Grundgesetzes zu individualisieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Seht's ein, inklusiver wird ein deutscher Satz nicht. Also wacht endlich wirklich auf und schlagt, wenn es sein muss, der herrschenden Klasse morgens im Spiegelbild das Grundgesetz so lange um die eigenen Ohren, bis ihr verdammt nochmal begreift, was drin steht. Aber hört bis dahin bitte damit auf, Verrat an der Sache zu begehen und Cancel-Kriege gegen innen- wie außenpolitisch völlig irrelevante Personen zu führen. Zum Einstieg können die 5% von euch, die noch nicht nach den ersten 2 Minuten geistig komplett ausgestiegen sind und jetzt noch zuhören, einfach mal damit beginnen, sich mit dem Gesagten auseinanderzusetzen, ohne Insta zu behaupten, Urs der Typ ist nur offiziell eine Pipeline nach rechts. Ja, versucht das mal. Wenn es hart für euch wird und euch tatsächlich keine anderen Argumente einfallen, empfehle ich dringend ein ideologisches Detoxing. Und nein, man kommt mir nicht mit, hey Urs, du hast das mit der Nazi-Keule in deinen Videos doch auch immer gemacht. Ja, das hab ich und ich werde es auch weiterhin machen, denn als Satiriker habe ich das immer, wie eingangs vorsichtig beschrieben, für einen eindeutig offensichtlich maßlos übertriebenen Witz gehalten. Ein Witz, den vielleicht viele nicht verstanden haben, jedoch ist und bleibt mein Humor eben nicht barrierefrei. Und naja, jeder, der sowas für voll nimmt, braucht sich letztlich nicht wundern, wenn er selber zu einem Witz wird. Na, nur lachen tut dann keiner. Es bleibt dir entweder im Hals stecken oder wird verbittert totgetreten von einer modernen Inquisitionsbewegung gerichtet gegen die letztlich nur vermeintlich eigenen linken Interessen. Und bei solchen Methoden fallen mir für den Abgesang heute nur noch die Worte des großen Quetschmann ein, die ich an die echten Linken in Zeiten der Selbstzweifel richten möchte. Denn es gilt wohl auch darauf zu achten, und ich hoffe, dass das noch so viele kapieren, dass wir nicht mal so skrupellos werden wie diese Nazis oder die, die uns regieren. Puh. Yo MC, bin fertig mit der ganzen Scheiße. Boah, war echt anstrengend, mich die ganze Zeit als so eine rote Drecksau auszugeben. Wir sehen uns nachher in der Wehrsportgruppe, ne? Ich höre jetzt ein bisschen Mucke. Bis denn. Tschüss, Deutschland den Deutschen, ne? Oh, leck mich am Arsch.